Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Battle Edition. Ja, wieder mal mit mir. Ja, mit wem auch sonst. Es ist jetzt ein Zeitelchen vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, deswegen habe ich auch keine Ahnung mehr. Ich glaube, nachdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich mal geguckt, wie die Pokémon denn hier so zustande sind. Und naja, mein Team finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, was wollten wir machen? Ja, wir haben ja Fliegen bekommen, oder? Oder, ja, was sollten wir machen? Fliegen irgendjemandem beibringen. Und ich glaube, wir haben nichts mehr auf der Bank. Weiß nicht, ob als Bank, sondern am PC haben wir nichts mehr. Und sich war es blockiert den Weg. Ja, Sixnus ist tief und Scope ein und sich raus. Pokémon erschreckt, Pokémon greift an. Oh mein Gott! Welche neuartige Überraschung. Ein Kikorn, oder wie es heißt. Kikleon. Ich spreche das sicher falsch aus, aber egal. Ich meine, das ist Level 30. Aber ich glaube, man konnte es im Emulator oder im Bearbeitungstool nicht höher machen. Oh, Level Up. 55. Wünsche gehält Erfahrungspunkte. Yay. Okay, was haben wir hier? Cooles? Irgendetwas? Hä? Willst du mich verarschen? Ich habe das für nichts gemacht. Mensch. So langweilig hier. Okay, gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja ein geeignetes Pokémon. Ist das geeignet? Ich habe keine Ahnung, aber ich will es auch nicht töten. Das ist sehr effektiv, wurde schwer vergiftet, oh Gott. Ja, fangen wir den Scheiß einfach mal hier. Ich glaube, wir haben noch genug Pokébälle. Überball, nö, Superball, ja. Dam, 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 Sixnus setzt den Superball ein. Komm schon. Yay, dafür, dass wir es eigentlich gar nicht fahren wollten. Egal, Papun. Papunga wurde gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Papunga nutzt den Südwind, um das Meer zu überqueren und in ferne Länder zu fliegen. Es sinkt zu Boden, wenn es während des Fluges auf kalte Luftschichten stößt. Da werden ziemlich viele Papungas in den Arsch gehen. Nö, kein Spitzname. Ich meine, das soll auch kein... Hä? Ein Pokémon für sich ist vergiftet? Willst du mich verarschen? Ah, Papunga. Oh. Ja, witzig. Ja. Käfer-Pokémon. Ich glaube, das ist sogar Käfergift, aber egal. Nö, es ist, glaube ich, nur ein Käfer. Das ist sehr effektiv. Ohoho, Schlitzer. Oh mein Gott. Rassik ist eigentlich ein cooles Pokémon. Ich habe es mir damals gefangen. Noch in der gelben Edition. Wie auch immer. Aber gelbe, blaue und rote. Ich hatte eigentlich alle, obwohl das voll sinnlos ist. Na ja, in jeder Version gibt es andere Pokémon. Also, I'm gonna catch them all oder so. Mann! Na, noch ein Parasekt. Prima, los, Money. Das ungefähr 2 Millionen Level unter dem anderen ist. Na gut, 3, aber egal. Oh Gott, jetzt wird der Levelunterschied ja noch krasser, wo wir jetzt noch irgendwo hingehen. Das ist sehr effektiv. Wir haben es besiegt und ein paar Erfahrungspunkte abgestoppt. Was ja nie schlecht ist. Ich meine, ja, wir können wieder rennen. Komm schon, Papunga. Lebe! Lebe! Ja. Juhuho, es ist ja ein Flug-Pokémon, Flugpflanzen, oder? Gucken wir zuerst nach. Oh mein Gott, sieht das hässlich aus. Ich meine, Giflor sieht ähnlich aus, aber es ist hässlich. Es ist einfach nur der Giflor-Ersatz für die nächste Version. Initiative bei Sonnenschein. Oh Gott. Wie auch Giflor. Schlafpuder, Egelsammeln, Baumwollsammeln. Sporen helfen sich an den Gegner, senkt Initiativewert. Megasauger, die Hälfte der Schaden absorbiert, bla. Jetzt haben wir nicht geguckt, was das ist. Ein Pflanzenflug, also müsste es die Attacken eigentlich alle lernen können. Okay, Fliegen müsste es mal lernen können. Ja, oder auch nicht. Es ist ein Flug-Pokémon, das nutzlos ist. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Das andere ist ja auch ein Flugpflanzen-Pokémon. Kann das Fliegen lernen? Wir werden das herausfinden. Vielleicht in der nächsten Folge. Nö. Wahrscheinlich noch in dieser Folge. Wenn ich denn irgendwann jetzt schneiden werde und ja. Und wir finden uns wieder ein, um dieses Pokémon zu fangen. Body Slam, oh mein Gott. Giftzahn, oh mein Gott, das ist ziemlich gut, ja. Synthese, ja. Yeah. Pokéball, los, okay. Superball, in diesem Fall. Oh egal. Los, Superball, Flieg und Sieg. Oh Gott, das Pokémon ist entkommen. Body Slam. Los, Superball, Flieg und Sieg. Ach, komm schon! Zauberblatt! Los, Superball, Flieg und Sieg! Los, Superball, Flieg und Sieg!
Ach, komm schon, los, Superball, Pflege und Sieg. Ja! Tropius wurde gefangen. Und übrigens, so fange ich alle mit Pokémon. So ein bisschen auf die orangene Schalte rüberbringen und dann... All you can try to... Für Tropius wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es fliegt, indem es seine weiten Blätter bewegt. Die Früchte, die um seinen Hals wachsen, sind schmackhaft und süß. Es verteilt Blütenstaub von seinem Hals. Nö. Lieber nicht. Nein, nicht. Oh Gott. Puh, das haben wir überstanden. Gerade mal so irgendwie. Und jetzt gucken wir uns an, was denn so in dieser Pokémon-Arena vor sich geht. Oh ja, wir sind wieder raus. Okay. Habe ich gerade Pokémon-Arena gesagt? Egal. Jedenfalls zum PC. Mein Gott, bin ich verwirrt. Pokémon ablegen. Müll-Pokémon. Yay. Nehmen. Tropius. Nehmen und ja. Es ist im Bericht stand, es kann fliegen. Also es muss ja eine Zitierverbesserung anscheinend erhöht. Mein Gott, hat das jedes Pflanzen-Pokémon. Es ist gestanden, es kann fliegen. Also wenn das nicht fliegen lernen kann, weiß ich auch nimmer. Okay, gut. Attacke, maximal Solar. What? Mein Gott, das ist ja ein richtiger Pokémeister. Füll KP wieder auf, die Menge hängt vom Wetter ab. Solarstrahl, Body Slam und Zauberblatt. Oh Gott, ist das Vieh gut. Ist ja schon fast eine Schande, dass man dem was beibringt. Was kann ich denn noch alles lernen? Zerschneider, Surfer, Stärke? Ja. Zertrümmerer? Ja. Lernen wir denn mal alles? Zerschneider, ja, es wird ein komplettes Müll-Pokémon draus. Juhu! Verlieren wir die ganzen coolen Attacken. Zerschneider, Fliegen, Stärke kann das noch lernen. Okay, und was lernen wir ihm noch? Zertrümmerer. Okay, okay, damit ist es ein komplettes Müll-Pokémon und nicht mehr zu verwenden. Wahrscheinlich werden wir es irgendwann mal brauchen oder so, aber es nicht einsetzen können. Von daher, yay! Okay, zuerst fangen wir uns mal... fangen wir uns Pokéball. Ja, klar. Machen wir das mal. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ja, natürlich kannst du mir helfen. Du kannst mir ein paar Hyperball... fangen wir uns mal... kaufen wir uns mal ein paar Hyperbälle. Ja, fängt schießen und Hyperbälle und sowas. Und... Gut. Nicht 22, 2, 3. Ja. Würde mal sagen, das reicht für die nächsten 3 bis 4 Jahre. Müssen wir irgendwann mal wieder sparen. Wir haben das fast alles ausgegeben. Fliegen. Wo fliegen wir denn hin? Laubwechselfeld. Wollten wir da hin? Ja, da wollen wir hin. Oh mein Gott, wie ich diese Musik liebe. Ich werde das dann irgendwann aufnehmen und dann werde das so noch bei jedem Video, das ich irgendwie mache, dann hinten reinschneiden. Obwohl ich das eigentlich nicht darf. Aber egal. Einfach, weil ich es kann. Oh Gott, wir können nicht schwimmen. Ja. Ich würde mal sagen, eins der Pokémon muss raus. Und das ist das Pokémon mit dem höchsten Level. 55. 61. Aber ich liebe mein Giflor doch. Ach, ich brauche mein Giflor noch. Mein Giflor. Und welches kann ich entbehren? Das mit dem niedrigsten Level ablegen. Ach. Nehmen. Ja, das andere Zeug. Wir könnten eigentlich jetzt Krabi austauschen, weil ich meine, Fliegen brauchen wir sowieso nicht mehr. Eigentlich ist es schon praktisch. Nehmen wir das jetzt Pokémon jetzt mit? Ach, scheiße, egal. Legen wir es hin. Wer braucht das denn noch? Genauso wie Akani. Auch nur irgendwie. Ich wollte unbedingt ein Feuer-Pokémon haben. Ah, wenigstens. Bei der einen Arena hat uns geholfen. Ja, das kann man nicht verschweigen. Aber wir können jetzt darüber. Und da drüben ist sicher irgendwas Tolles, Episches. Oder auch nicht. Aber wir können darüber und da ist irgendwas Tolles, nicht Episches. Aber wir können darüber und da ist irgendwas Tolles, nicht Episches. Ein Felino, Level 52, mein Gott. Flügelschlag. Ui. Alles hatte, was? Irgendwas hat es eingesetzt, aber ich habe es nicht gelesen, weil ich dumm bin. Ein Felino jedenfalls, jetzt wissen wir jedenfalls, dass es das da drinnen gibt. Gott, dass ich es rausbringe. Mein Gott. Ja, ich sage... wesentlich oft, aber das werde ich mir auch nicht abgewöhnen. Oh mein Gott, was ist heute mit der deutschen Sprache los? Sie ist mir irgendwie entfleucht. Ui. Ui, ui, ui. Was sind wir hier drin? Wahrscheinlich nichts, was wir noch nicht gefunden haben. Ein Kickler. Mann, da habe ich gute Erinnerungen an einen Kickler. Da
habe ich gute Erinnerungen dran. Ich meine, das war episch, als man das bekommen hat. Konfuse Strahl. Hoffentlich kein Turmkick. Wurde verwirrt. Ist verwirrt. Es ist dumm, es ist ein Kampf-Pokémon. Hat sich übrigens selbst verletzt. Yes! Winning! Flügelschlag oder... Flügelschlag. Ist verwirrt. Hat sich übrigens selbst verletzt. Warum hat das eine höhere Initiative als X-Bart? Ich meine, Leute, ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Das ist sehr effektiv. Geklärt wurde besiegt. Oh mein Gott, mir ist gerade was eingefallen. Ein Simsala mit diesem Psycho-Löffel ist total episch. Und wir haben ja ein Pokémon, das Raub kann. Deswegen könnte ich eigentlich die ganze Zeit Abras abfarmen, Raub einsetzen und darauf hoffen, dass sie irgend so einen Krummlöffel dabei haben. Könnte ich. Ah ja, warte, ich muss es nicht machen. Aber so ein Krummlöffel wäre echt geil. Pikachu. Oh mein Gott, das ist noch Level 42. Ich meine, wir sind erst 13 Level drüber. Ja, sogar 13. Oh, ich habe mich nicht blamiert. Ja, in diesem Fall, ja, bei einem wilden Pokémon werde ich ein bisschen speed upen. Ich meine, die wird ja auch keiner sehen. Och, das ist wieder die coole Höhle, oder? Och, ich liebe diese Höhle. Och, ja, nur coole Pokémon. Ja, zu dem Pokémon, das ich dann noch fangen wollte, wenn ich denn... Ich wollte ein Eis-Pokémon fangen und... Was haben wir denn schon für Eis-Pokémon zur Auswahl? Nicht sehr viele, wenn ich das mal sagen muss. Eigentlich ist es gar kein Eis-Pokémon, aber es kann Eisstrahl lernen, irgendwann mal. Das weiß ich. Es ist ein Drachen-Pokémon, ja, wir sind in der neuen Generation, müssen mal in die alte. In die alte habe ich gesagt. Aber nicht so weit in die alte. Da kommt es dann schon irgend... Hä? Okay, Pupita, das sind neue Pokémon, neue Pokémon, neue Pokémon, neue, noch mehr neue, noch mehr neue. Ech, okay, noch mehr neue, 200, 155 waren es doch, oder? 156. Okay, scrolling, 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 scrolling. 150? Oh, gut, 152. Ne, 151, oh, sorry. Dragoran, geben, Ruf, nö, geben wollen wir. Ein bisschen unterhalb von uns. Noch. Also ein Stückchen, wenn man so will. Oh, ein Pixie. Es wird gespeedupt. Warum setze ich eigentlich mal diese Giftattacke ein? Weil jetzt kann ich auch schon das einsetzen. Stahlflügel! Werfen wir ihn so einen ganzen Stahlträger in die Fresse. Ein Lunastein. Stahlflügel. Ja, die Schwäche von Stein ist Stahl. Habe ich so, das so richtig in Erinnerung? Also verbessert mich nicht, wenn ich jetzt falsch liege, aber... Sind wir schon vorbei? Hä? Pokédex? Geben? Oh, ja, wir sind vorbei. Okay, wir müssen hier irgendwo anders hin. Wo weiß ich auch nicht so genau. Ich meine, das weiß keiner. Es ist mysteriös. Okay, ich werde für den Stahlträger in die Fresse. Ein Stahlträger macht auch jetzt nicht so viel aus einer Bodyslam. Das war, glaube ich, ein Bodyslam. Wir sind jetzt hier, was es da in Azumarill gibt. Aber da man sowieso jedes Pokémon, nachdem es einmal gesehen hat, nach seinem Ruf finden kann und dass alle Pokémon gibt, meiner Information nach, ja, da es alle Pokémon gibt, kann man alle Pokémon fangen. Logischer Schlussfolgerung, Stingsibumsi. Giftzahn, warum setzen wir Giftzahn ein? Charme, Turbodrea, Pipi, Flugelschlag, Flugelschlag, bla bla bla. Das muss es doch irgendwo sein. Das ist doch da, oder? Bilde ich mir das neu? Ja, vielleicht kann man noch da oben irgendwo anders hin. Okay, schon langsam wird es nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe schon wieder Giftzahn. Jetzt habe ich langsam keine AP mehr. Es liebt es, andere Pokémon, aber das ist uns scheißegal. Es liebt es und kann nicht angreifen. Vor Liebe nicht angreifen. Vor Liebe nicht angreifen. Himmelsfeger, oh Gott. Nicht angreifen. Flügelschlag. Oh Gott. Vor Liebe nicht angreifen. Du bist gekommen. Hi, wir haben es besiegt. Ich hab's alle gesehen. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Oh mein Gott, was ist das jetzt für ein Vieh? Ein Scaraborn. Ist ein Squawkler. Squawkler. Ich glaube, da habe ich gar keine Attacke dagegen, oder? Na. Ja, schlecht als recht, egal. Stahlflügel. Finte. Stahlflügel. Finte nicht. Finte nicht. Okay, Pokédex. Geben. Wir sind doch jetzt hier, oder? Jo. Okay, wenn wir schon hier sind, muss es hier irgendwo sein. Und da es in den Wissensfeldern nicht ist, ist die logische Schlussfolgerung, dass es ein Wasser-Pokémon ist, auch irgendwie, dass man es hier fangen kann im Wasser. Und das werden wir jetzt machen. Profi-Angel. Wählen.
Ja, das werden wir, haben gar keine Elektro-Pokémon, aber egal. Werden wir jetzt machen. Ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Egal. Speichern. Dup, 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 dup. Ich werde euch wiederholen, wenn irgendwas angebissen hat. Oh ja, wir haben einen Tradini. Naja. Ist das das Einzige, was man finden kann? Oh mein Gott, ich werde das jetzt umbringen, oder? Pokémon, was haben wir denn hier so im niedrigleveligen Bereich? Das hier. Oh, sieht nicht so schlecht aus, oh mein Gott. Zertrümmerer. Naja. Okay, Pokémon. Okay. Silberblick. Schlafpuder. Ist da eingeschlafen? Ist da eingeschlafen? Schlafpuder. Der Ecke geht daneben. Schlafpuder. Ist eingeschlafen. Tratini halt. Oh Gott, das ist seine Passive. Es kann gar nicht verändert werden. Egal, wir setzen mal einen Superball ein. Ich meine, es ist ein 25er. Okay. Ja, ein 25er. Okay. Hyperball. Willst du mich eigentlich verarschen? Superball. Oh Gott, ich habe irgendwie ganz schlechtes Gefühl bei diesem Pokémon. What the fuck? Okay, Grubby. Du hast wieder einen Stopp. Okay. Ja, genau so. Wir fassen zusammen. Ein 25er hat unser 61er, also das höchst leverige Pokémon, fast gepwned. Und unser Brumbeer halt down gemacht. Ja. Seemon. Oh. Oh, 24er Tradini. Boah, alles, was ich habe, wird's umbringen. Oh, fuck it. Ohne Scheiß! Ich dachte, hier wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Tradini häutet sich ständig und entledigt sich so seiner Haut, da die Lebensenergie in seinem Körper stetig unter unkontrollierten Behandlungen unkontrollierbar anstrengend. Möchtest du Tradini einen Spitznamen geben? Oh Gott. Wie nenne ich's denn? Sani. Nö. Mit einem U, obwohl du so verdrießlich bist. U wie unerträglich. Ist wie keine. Keine Ahnung. Ja. SN. Schreibt man das jetzt mit einem Y? Ich glaube schon. Egal, das ist ein Eigenname. Sani wurde auf. Okay, das ist falsch geschrieben. Egal, das ist ein Eigenname. Er wurde auf. Suni. Ja, muss das richtig. Richtig lesen, oh mein Gott. Es wurde auf einen Box 1 gelegt. Ja. Also, wenn es hier dann ein Tradini gibt, warum zum Henker gibt es kein Dragonier? Ich hätte fast Dragoan gesagt, aber das wäre falsch. Warum gibt es hier ein Dragonier? Dragonier, ja. Stimmt sogar. Ja. Vielleicht an einem anderen Platz.
Es gibt ja so ein Troll-like. Da kann man nur an eine, man kann ja nur in zum Beispiel der goldenen Version, kann man nur an einen einzigen Platz.